Heute habe ich den besten Beweis für die flache Erde. Also ich weiß nicht, wie man das auf einer runden Erde erklären will, aber in dieser Aufnahme sieht man aus 49 Kilometer Entfernung noch dieses Stadion hier von der Skyline von Toronto. Und das Stadion ist nur 86 Meter hoch. Und wenn man die Berechnungen zugrunde legt für die runde Erde, dann müsste das bereits schon lange verschwunden sein. Also man dürfte auf diese Distanz nichts von diesem Stadion mehr sehen können. Und das zeigt uns, dass die Erde auf jeden Fall flach sein muss. So, willkommen zum neuen Video. Anscheinend ist es doch nicht so, wie uns das beigebracht wurde. Aha. Buchen, aber ich traue dem Internet da nicht so ganz. Können Sie sich das vorstellen wie eine flache Erde? So, willkommen zum neuen Video. Heute habe ich einen super Beweis für euch für die flache Erde. Auf eine Distanz von 49 Kilometern sieht man die Skyline von Toronto und dieses Stadion, was man da unten sieht, neben dem CN Tower. Das ist nur 86 Meter hoch und auf die Distanz von 49 Kilometern müsste 150 Meter abgeschnitten sein. Das heißt, 49 Kilometer Entfernung auf der runden Erde kalkuliert, müsste eine Krümmung von 150 Meter erzeugen. Das heißt, alles, was 150 Meter oder kleiner ist, müsste von unten abgeschnitten sein. Und man dürfte dieses Stadion überhaupt nicht mehr sehen. Also ich weiß nicht, wie man das auf einer runden Erde erklären will, aber in dieser Aufnahme sieht man aus 49 Kilometer Entfernung noch dieses Stadion hier von der Skyline von Toronto. Das Stadion ist nur 86 Meter hoch und wenn man die Berechnungen zugrunde legt für die runde Erde, dann müsste das bereits schon lange verschwunden sein. Also man dürfte auf diese Distanz nichts von diesem Stadion mehr sehen können. Und das zeigt uns, dass die Erde auf jeden Fall flach sein muss. Alles, was niedriger als 150 Meter ist, das dürfte nicht mehr zu sehen sein von dieser Position. Also man dürfte auf diese Distanz nichts von diesem Stadion mehr sehen können. Und das zeigt uns, dass die Erde auf jeden Fall flach sein muss.